waren wir in Neuperlach mit der Charlotte zusammen. Ja, ich erzähle ein bisschen weiter. Also ohne unser Engagement und ohne die Unterstützung durch die vielen solidarischen Kolleginnen und Studierenden im Soli-Komitee wäre unser Kreißsaal nächstes Jahr ganz sicher zusammengelegt worden. Und unsere Petition für den dauerhaften Erhalt unseres Kreißsaals übergeben wir symbolisch an diesem Freitag 10 Uhr zum Odeonsplatz und zeigt eure Solidarität mit uns Kolleginnen im Kampf für eine bedürfnisorientierte Gesundheitsversorgung. Der Klinikleitung gefällt unser Engagement überhaupt nicht und deswegen habe ich, weil ich ein Interview mit der Jungen Welt gegeben habe, eine Abmahnung gekriegt, weil ich die Unterstützung der Gewerkschaftsführungen für unsere Sache gefordert habe. Und dafür, nur weil ich mich öffentlich geäußert habe. Und das ist auch bundesweit in den letzten Jahren vielen gewerkschaftlich aktiven Kolleginnen passiert. Wir fordern die Rücknahme meiner Abmahnung. Sie soll auch andere Kolleginnen davon abhalten, sich für ihre eigenen nicht davon abhalten, sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Und umso mehr kämpfen wir für eine starke gewerkschaftliche Organisierung, für große, selbstbewusste Betriebsgruppen bei uns in der Klinik. Und wir fordern außerdem, dass die Verdi-Führung in München sich öffentlich für den Erhalt von unserer Abteilung einsetzt, sowie gegen die Abmahnung mit uns kämpft. Unser Kampf für den Erhalt unserer Geburtshilfe soll ein kleiner Ausgangspunkt dafür sein, wie wir uns gegen Lindners Kürzungen und Lauterbachs Krankenhausschließungen organisieren können. Die Führungen der Gewerkschaften und der reformistischen Parteien wollen diesen Kampf nicht führen. Im Gegenteil, bremsen sie die Streikwelle der letzten Monate bei jeder Gelegenheit. Und auch die Linkspartei bietet keine alternative Strategie. Wie sie in ihren Regierungsbeteiligungen immer wieder gezeigt haben. Deshalb ist es notwendig, an der Basis der Gewerkschaften eine antibürokratische Opposition aufzubauen, um die Führung über unsere Gewerkschaften zurückzuerlangen. Doch eine solche Kraft fällt nicht vom Himmel. Damit sie entsteht, müssen wir uns unabhängig von den reformistischen, politischen und gewerkschaftlichen Bürokratien organisieren für eine revolutionäre Strategie. Im Kampf für ein Gesundheitssystem ohne Profite lässt sich erahnen, wie eine ganze Gesellschaft aussehen könnte, die nach sozialen und ökologischen Kriterien demokratisch von uns ArbeiterInnen geplant wird. Und eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, müssen wir heute damit beginnen, den Grundstein für eine revolutionäre Partei mit dem Schwerpunkt in der ArbeiterInnenklasse zu legen. Das ist auch die Tradition des 1. Mai, des Internationalen Kampftags der ArbeiterInnen.